Hallihallo zu einer neuen Folge. Heißen Sie Rudon. Und ja, wir sind auf dem Weg in, ja, hier irgendwo rein. Und zwar in so einer Vorsicht da Ruine. unten! Vorsicht! Wir können, ja, einfach reinspringen. Okay, komm. Erstmal mal gucken. Okay, da ist nichts, oder? Ist da nichts? Ist da was? Ich weiß es nicht. Spring da jetzt einfach mal rein. Gut, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Kadi. Okay. Gut, so, Bunker. Das ist ein Bunker. Und. Oh ja! Oh. Ich habe jetzt gedacht, wir sterben. Okay. So, jetzt sind wir unten. Ich mich jetzt erschreckt. Aufnahme mit. Heilblume, Modell 1. Was für ein seltsames Ding. Das kannst du aber laut sagen. Wo sehen wir das denn drunter? Das sieht so aus wie ein Dino. Das sieht auch aus wie ein Krokodil oder so. So ein. Okay. Plünderer. Den kennen wir, den Sägezahn. Den kennen wir auch. Das kennen wir auch. Verdorbene Maschinen. Und den kennen wir auch. Verderber. Den kennen wir auch. Aha. Okay. Ah, hier ist die. Hier. Okay. So, dann müssen wir wieder lesen. Was ist das? Wiederholen. Apoka Shitstorm Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Okay. Zurück. Und hier ist diese Blume. Unbekannte Maschinenart. Spuren von Saatkeimung. Ein gebettet Kutfragment entdeckt. Okay. Wenn diese Düsling, okay, zum Blumen wachsen. Okay, keine Ahnung. Okay. Gut oder auch nicht gut. Okay. Hier sind auf jeden Fall schöne Blumen. Müssen wir jetzt nicht weiter schwimmen? Okay. Okay. Bunker entdeckt. Es ist keine Höhle. Es ist eine Ruine. Ja, das ist eine Ruine. Da hast du recht. Kommt eigentlich das, dieses Licht her? Okay. Ja. Okay, hier lang. Etwas Wasser kann nicht schaden. Okay, ne? Das finde ich aber auch. Was ist denn hier jetzt so bedrohlich? Ach, hier. Bedrohliche Musik.
Transformer. Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Aber wie komme ich da ran? Okay. Experimentelle persönliche Rüstung. Nanofasergewebe mit eingearbeitetem Mikroprojektorengeflecht. Okay, was haben wir hier? Holoschloss. Netzkabel. Okay. Ja, okay. Wow. Wenn man das anziehen könnte, Alter. Wäre schon geil, ne? Oh, gejuckt. Ja, dann müssen wir da hier irgendwie hineinkommen, ne? Mach das die Tür auf, sofort! Okay. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. 12, 15, 18, 1. Ja, sowas nennen wir denn Uhr. Dann haben wir sowas Uhr genannt. Oh, einmal kaputt machen. Ja, konnte ich nicht eben hier was drücken? Rotes Licht. Ich komme nicht rein. Ja, das ist mir schon bewusst. Eloy. Bunkertier, Brandschutztier, Verstärkung, verschlossene Dinge. Ne? Ja, aber wie können wir denn hier interagieren, Eloy? Hä? War doch irgendwas. Untersuchen. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Okay. Sammle Energiezellen. Altes Waffenlager. Stufe 25. Nebenquest. Eine alte... Okay. Rüstung liegt in den Ruinen der... Gut zu sehen, aber außer Reichweite. Mhm. Untersuche den Bunker. Haben wir. Haben wir getan. Aber dann... Wir brauchen jetzt Energiezellen. Sammle Energiezellen. Ja, toll. Kommen wir hier irgendwo hin noch? Toll. Ich glaube, wir kommen gar nicht weiter. Irgendwie. Inventar. Natur. Geschäft. Händler. Okay. Können wir nicht irgendwie eine Energiezelle herstellen? Okay. Wir machen das mal einfach auf hier. Ich weiß, ich habe gerade gar nicht geredet, weil ich immer noch am überlegen bin, wie wir diese Energiezellen kriegen oder wo wir sie herkriegen können. Puh.
Da waren wir, da sind wir irgendwie abgestürzt. Wir sind jetzt da. Vielleicht sind wir eine Etage zu tief. Das kann ja auch sein, ne? Ist zwar 25, aber naja. Energiezelle. Wir müssen ja sowieso hier irgendwie wieder rauskommen, ne? Hm. Aber wie ist ja auch so die Frage, ne? Ich schwimme mal wieder ein bisschen zurück. Mit Tauchen, glaube ich, können wir nicht, ne? Sonst haben wir ein kleines Problem. Wir müssen ja irgendwo hier wieder rauskommen. Naja. Und ich glaube, das ist das Problem. Ja gut, wir können dieses... Ich glaube, wir müssen dieses Fluchtseil jetzt mal... Oder dieses Paket hier wieder nehmen. Zerlegen... Ja... Warte mal, das müssen wir glaube ich so machen, ne? Jetzt sind wir hier. Achso, hier mit. Jetzt sind wir da. Okay, wir können. Wir kommen da. Okay, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ah doch. Ja, wir brauchen Energiezelle dafür. Okay, gut. Aber da kommen wir nicht hin. Können wir da hinreisen? Bestätigen. Ja, können wir. Okay, gut. Aber mir ist gerade was eingefallen. Den Bunker haben wir jetzt. Wir müssen sowieso nach Mutterkrone, ne? Dann machen wir das auch mal. 25, Alter. Dann müssen wir da ja irgendwann nochmal wieder hin. Brutstätte. Brutstätte war auch ganz schön heavy. Fand ich. Okay. Teufelslied. Leid. Okay, dann gehen wir jetzt nach Mutterkrone. Dahin reisen. Ja. Und dann fragen wir die eine Dame noch. Ne, ist doch, glaube ich, eine Dame gewesen, ne? Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Ob wir dann noch mal ein bisschen die Hauptquest oder ob wir noch mal eine Nebenmission dann machen, Nebenquest zum halt zum hier zum Level, ne, dass wir noch mal ein bisschen leveln können. So, dann machen wir mal eben Inventar Quest. Nehmen wir mal diese Nebenquest hier. Spricht mit. Sind wir schon mal hier? Nee. Oh, verkehrte Knopf. Immer gerade stehen. Denk nicht an ihr Gesicht. Denk nicht an all das Blut. Achso, warte mal. Wir müssen mal eben... Ich will mal eben hier mein Ding da wegnehmen. Wegpunkt. Weg. Welche Stufe 15? Welche Stufe haben wir?
14. Okay. Ich warte, dass meine Schwester von der Jagd zurückkehrt. So, begib dich nach Mutter. Das muss Mutter Krone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Solai. Sind wir eben gerade über den Mann gelaufen? Ich war selbst schuld. Ist mir mal eben so aufgefallen eben. Oh! Was macht ihr denn hier mit so einem Säbelzahn hier? Es tut weh, aber ich habe darauf. Naja, okay. Dum, 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 dum. Hallo. Kennen wir uns nicht irgendwo hier? Die sehen auch irgendwie ziemlich gleich aus, oder? Solai! Hallo! Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Bei meinem Vertrinken. Tagturm? Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Okay. Said? Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Okay, ich halte meine Augen auf. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Okay. Wie geht die zum Tagturm? Wo ist denn das? Achso, dann wird geschlossen. Tagturm. Okay, da müssten wir eigentlich sowieso hin, mehr oder weniger. Mehr oder weniger müssen wir da hin. Ach, da ist erst wieder so ein Radar. Ich hab gedacht, der wäre hier, viel früher schon da. Okay, gut. Ja, oder auch nicht ja. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie eine Quest nehmen können, die vielleicht hier in der Umgebung ist. Sie soll an der Seite von Bast und Vala gekämpft haben. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir ihn? Nehmen wir die? Sie? Ihn? Sie? Die da so? Ja. Oder nehmen wir das, was da im Haus ist? Hier ist auch noch einer. Gucken wir mal. Was soll's? Wir sind Nora. Nichts könnte uns dazu bringen, Dan, das heilige Land zu verlassen. Finden wir mal mit Dan. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden.
Okay, Jagdgesellschaft, Schlimmeres als Tod? Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Okay. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Okay. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. So, dann gucken wir mal, wo das denn auf dieser schönen Karte ist. Eigentlich muss ich das ja erstmal als Quest aus... ne? Ist das denn hier? Oder bin ich zu schnell? Also, wir gehen mal ich hier war hin. Selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Da nicht. Aktiv. Ja. Nebenmission. Die Rache einer Tochter. Das ist ja der. Wo ist denn der andere? Zuflucht. Ja, ist Zuflucht, ne? Zuflucht würde so sein. Kriegskameraden, Zuflucht. Okay. 400 Meter. Oh. War doch. Kati. Jetzt müssen wir da wieder hin, oder was? Owa. Okay. Findet die vermissten Krieger in Teufelsdurst. Ja, okay, gut. Das werden wir wohl hinkriegen, wa? Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten Folge. Wo haben wir ein Lagerfeuer? Nicht für Krieger. Damit wir... Oder ich speichere gleich selber. Eben. Was ist denn da? Ach, da ist das Lagerfeuer. Genau. Das würden, ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, wir gehen gleich ans Lagerfeuer, Eloy. Und ja, wir verabschieden uns mal eben. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.